Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um das Barometer zur Digitalisierung der Energiewende für das Berichtsjahr 2020. Und das bedeutet wiederum, dass dieses jetzt gerade erst veröffentlicht worden ist, am 3. Juni 2021, also wenige Tage vor der Aufzeichnung dieses Videos. Das Ganze wird ja immer von EY, also Ernst & Young früher, erarbeitet und dann im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, was ja auch für die Energiewirtschaft dann zuständig ist, veröffentlicht. Und wenn ihr auf dieser Seite seid beim BMWI, wir werden das natürlich unten auch in der Videobeschreibung verlinken, habt ihr dann hier den Download für die PDF und so eine grobe Zusammenfassung, die dann eben auch hier dargestellt ist, sowie die vorigen Publikationen. Das ist jetzt mittlerweile schon die dritte. Und ich meine auch, dass wir beide vorige auf diesem YouTube-Kanal auch schon mal durchgenommen haben. Mindestens die 2020er-Variante hier für das vorige Berichtsjahr. Okay, jedenfalls wollen wir mal reinspringen. Ihr seht das hier neben mir. Das sind 82 Seiten insgesamt. Das heißt, man kann sich das durchaus mal anschauen und durchblättern. Gerade auch, weil viele Informationen doch relativ schnell auch aufgenommen werden können. Dieses Barometer stellt schlussendlich immer dar, welche Fortschritte gemacht worden sind im Markt, in den verfügbaren Technologien, in den Serviceangeboten, die es gibt, aber eben auch hier zum Beispiel, welche Hindernisse es aktuell noch gibt, wo man noch nicht so wirklich weiterkommt. Und so ein Barometer bedeutet ja auch, es gibt eine Bewertung, es gibt am Ende praktisch einen Reifegrad für einzelne Aspekte der Digitalisierung der Energiewende, die dann hier eben auch am Ende gegeben werden. Dazu kommen wir dann gleich. Nach dem Inhaltsverzeichnis geht es dann erstmal natürlich los mit einem Management Summary. Das ist jetzt hier für euch relativ klein an der Seite zu erkennen, aber müsst ihr auch gar nichts lesen, denn wenn ihr es lesen wollt, öffnet ihr bitte das PDF, was wir ja auch dann verlinken. Sondern es geht hier erstmal darum, ja, es gibt nun mal für dieses Jahr ein paar Probleme, die man auf jeden Fall ansprechen muss, unter anderem natürlich die Covid-19-Pandemie, die auch dafür gesorgt hat, dass der offiziell gestartete Rollout der intelligenten Messsysteme dann doch noch mal ein bisschen eingebremst worden ist, weil man natürlich so wenig Kundenkontakte wie nur möglich haben wollte. Und gleichzeitig man jetzt gerade auch im Jahr 2021 wiederum doch durchaus einige rechtliche Herausforderungen noch bekommen hat. Wir erinnern uns alle an den Beschluss vom Oberverwaltungsgericht da aus Nordrhein-Westfalen, welches zumindest für einige Dutzend Marktteilnehmer festgelegt hat, ihr müsst euch gar nicht an die Zertifizierungsvorgaben des BSI halten, denn das wurde alles falsch gemacht. Und nach aktuellem Stand wird es da sogar neue Gesetzgebung geben. Das Messstellenbetriebsgesetz wird in den nächsten Tagen vermutlich dann über das Energiewirtschaftsgesetz mit geupdatet. Aber das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht ganz klar, was da passiert. Dieses Management Summary stellt also erstmal zusammen, ja okay, wo sind wir in etwa, wenn es darum geht, hier übergreifende Digitalisierungstechnologien, andere smarte Themen im Netz, in der Elektromobilität, im Home, in der Gebäudeautomatisierung und so weiter, auf diese gemeinsame technologische Basis der Smart Meter Gateway zu stellen. Wo sind wir da aktuell? Und naja, man kann es halt sagen, so richtig weit sind wir noch nicht. Wir stehen da im Großen und Ganzen immer noch am Anfang. Und viele dieser Aspekte sind dann hier im weiteren Verlauf auch dargestellt. Wir kommen dann nämlich zu einer konkreteren Zusammenfassung. Und allein schon die Überschrift, ne, Digitalisierungsfortschritt 2020 durch Marktkommunikation, moderne Messrichtungen und 450 Megahertz. Da sehen wir schon einige der wichtigsten Faktoren, die es hier gibt. Und ihr seht hier nämlich auch die wichtigsten Schlüsselfaktoren für eben jetzt zumindest die Einschätzung nach Sinn und Zweck von EY und Bundeswirtschaftsministerium, nämlich der Stand der Zertifizierung. Ne? Welche Geräte sind jetzt in welcher Form tatsächlich zugelassen für den Markt und inwieweit ist das auch gesetzeskonform? Die Marktkommunikation, also die tatsächliche Umsetzung dessen, dass dann auch Energiedaten im weiteren Verlauf bearbeitet werden können im Markt, möglichst automatisiert hin und her geschickt werden zwischen den verschiedenen Marktrollen und dann eben auch die Abrechnungstätigkeiten zum Beispiel möglichst schnell und unkompliziert laufen können, auch mit komplexeren Tarifen, die ja dann nachher im Smart Metering umso einfacher möglich sein sollen. Der Rollout durch die Messstellenbetreiber, also das physische Einbauen der modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme bei den Kunden vor Ort. Stand der Standardisierung für eine sektorübergreifende Digitalisierung der Energiewende. Wir haben auch
auf diesem Kanal schon einige Male über die Standardisierungsstrategie und das Stufenmodell der Digitalisierung der Energiewende gesprochen, über die technischen Eckpunkte, die vor wenigen Wochen veröffentlicht worden sind. Es geht ja darum, dass wir, wie gesagt, übergreifend verschiedenste Ansätze, verschiedene Cluster, ich habe sie gerade schon mal aufgeführt, das Smart Grid, Smart Mobility, Smart Home, Smart Services und so weiter, auf diese gemeinsame Plattform stellen wollen, ne? Diese übergreifende Standardisierung der Digitalisierung. Und dort geht man schlussendlich auch voran, indem man jetzt ja gesagt hat, in diesem Stufenmodell, wir haben verschiedene Aspekte, die wir als nächstes haben wollen, andere Aspekte, die wir danach haben wollen, indem wir also hier praktisch eine Roadmap aufbauen, die entwickelt werden soll und die dann eben auch von den Herstellern umgesetzt werden soll. Und naja, dann wird alles gut. Das Technologieangebot, was hat sich darüber hinaus also entwickelt? Ne? Wir haben jetzt eine Infrastruktur, die dann nach und nach ausgebaut wird, aber was wird damit gemacht? Ne? Also welche konkreten Services, welche Mehrwerte, welche Hardware- und Softwareangebote gibt es denn dann noch darüber hinaus, die dann auch einen echten Wert für die Anwender bringen? Nicht nur den Mehrwert für die Energiewirtschaft, die natürlich was davon hat, wenn jetzt mehr und besser aufgelöste Echtzeitdaten geradezu über die Energieverbräuche und die Energieeinspeisung vorhanden sind, sondern eben auch für den Anwender. Was macht es denn für den Haushaltskunden, wenn der da plötzlich einen Smart Meter hat? Was macht es für den Gewerbekunden und so weiter? Die Verfügbarkeit von Geräten im Markt, ne? Also die Herstellung einerseits, auch die ganze Infrastruktur drumherum zum Einbauen, aber natürlich auch, das ist ja nicht ganz so hervorgehoben, aber ein wichtiger Punkt ist auch die Verfügbarkeit von Monteuren, die in der Lage sind, die Dinge auch einzubauen. Die grundzuständigen Messsteinbetreiber sind ja die Netzbetreiber vor Ort, die müssen ja Pflichteinbauten machen, die haben ja durchaus ihre eigenen Monteure, die haben ihre eigenen Elektriker, die kriegen das schon irgendwie hin, aber auch die finden im Zweifel gerade nicht unbedingt freie Kapazitäten, mit denen sie das umsetzen können. Und gerade auch die wettbewerblichen Messsteinbetreiber, dann kommt es eben darauf an, über welche Wege man an Netzwerke rankommt, die dann so einen Einbau auch übernehmen könnten. Ist nicht immer ganz einfach. Das sind auf jeden Fall auch so die Flaschenhalssituationen, wo dann ein gewissermaßen eine Knappheit am Markt auch vorhanden sein kann. Nicht nur bei den technischen Herstellern, sondern eben auch dann beim Montieren, beim Einbauen der Geräte. Und der dann auch darüber hinauslaufenden Angebote, die ja vielleicht auch nochmal mit Hardware versehen sind. Verfügbarkeit der Telekommunikationsinfrastruktur, auch ein dauerhaftes Problemthema, weil wir ja alle wissen, dass wir in Deutschland nicht unbedingt die allerbesten Mobilfunkabdeckungen haben und auch nicht die allerbesten Breitband-Kabelanbindungen haben und wir an relativ vielen Stellen auch in den frühen prototypischen Smart Metering Läufen gemerkt haben, naja, es ist am Ende tatsächlich die Auslesung, die das Hauptproblem darstellt. Wir kriegen nicht immer eine sichere Verbindung, keine dauerhafte Verbindung, keine schnell genügend dargestellte Verbindung, die dann eben auch in beide Richtungen praktisch eine Echtzeitsteuerung von Anlagen mitmachen kann und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die kommen sollen, die dann auch in den Fähigkeiten des Smart Meter stecken sollen. Und da gibt es ja immerhin die gute Nachricht, die oben ja schon formuliert ist, 450 MHz. Wir haben ja nun tatsächlich den Zuschlag für diese exklusive Funkfrequenz, über die dann nachher im Großen und Ganzen nur die Energiewirtschaft kommunizieren darf. In der Vergangenheit war das die Telekommunikationswirtschaft, die dort drüber praktisch interne Prozesse abwickeln durfte. Und nun ist es die Energiewirtschaft, die dort praktisch sprechen darf und damit vor allem eben die Smart Meter Gateways und eventuell weitere Infrastruktur da drumherum anbinden will, was dann im Zweifel deutlich flächendeckender sein kann, als wir das durch die anderen Wege wie LTE, 5G, DSL-Anbindungen und so weiter haben würden. Und letzter Schlüsselfaktor, Kundensicht. Na, was haben denn die Kunden davon? Wie sehen die das? Was erwarten die eigentlich von den Geräten? Und da merken wir nachher in den Interviews, die dann auch noch dargestellt werden oder in den Umfrageergebnissen, dass es dort interessante Ergebnisse gibt. Aber dazu gleich mehr. Gehen wir mal weiter. Also wir haben dann hier verschiedene Informationen über, hey, der Startschuss zum Pflicht-Rollout der intelligenten Messsysteme ist gefallen. Ja, haben wir mitbekommen, haben wir zur Genüge durchgesprochen, dass das offiziell im Februar 2020 losging. MAKO, Praxistauglichkeit der Marktprozesse und Weiterentwicklung der Netzzugangsbedingungen Strom. Wir haben ja die MAKO 2020 erlebt. Jetzt gibt es die MAKO 2022, die zum 1. April dann kommen wird, nächsten Jahres, die dann auch nochmal verschiedene Rahmenbedingungen einfach verändert in den Alltagsprozessen der Energiewirtschaft.
Die 10%-Quote im modernen Messeinrichtungen Rollout ist vorzeitig erreicht. Ne? Wir haben für die moderne Messeinrichtung, also für die Light-Variante des Smart Meterings, ja den offiziellen Rollout-Start schon 2017, weil wir September 2016 das Mesh-Betriebsgesetz bekommen haben. Für moderne Messeinrichtungen gab es keine besonderen Voraussetzungen. Die durften dann also ab 2017 offiziell oder mussten ab 2017 offiziell eingebaut werden. Und wir haben dann immer die 3-Jahres-Frist von 10% der Gesamteinbaufälle. Diese 10%-Quote muss also erreicht werden. Das gleiche gilt für die intelligenten Messsysteme, für die Premium-Varianten ab Februar 2020. Also praktisch bis Februar 2023 müssen 10% aller Pflichteinbauten erfüllt werden. Und diese 10%-Quote für die modernen Messeinrichtungen, für die Light-Variante, die ist also durchaus schon vor diesem 1. Juli 2020 erreicht worden. Das ist in dem Fall aber auch kein besonderes Hexenwerk gewesen. Das ist eine super Leistung, aber diese modernen Messeinrichtungen sind eben auch tatsächlich technisch bei weitem nicht das, was intelligente Messsysteme sein würden. Die waren also auch deutlich vermehrt am Markt vorhanden und die wurden dann einfach bei der nächsten Gelegenheit eingebaut. Das hat ganz gut funktioniert. Die können im Regelfall aber auch noch nicht so besonders viel. Die können zwar auflösen, welchen Energieverbrauch es dann über das letzte Jahr hinweg pro Viertelstunde gab, aber die kommunizieren das nicht dauerhaft an irgendwelche Server, sondern werden im Zweifel einmal im Jahr angepingt. Wenn sie doch irgendwie angebunden sind, werden die einmal im Jahr ausgelesen. Oder jemand muss sich trotzdem einmal im Jahr davor stellen und das Ganze dann auslesen, am besten über eine Schnittstelle. Es gibt aber auch moderne Messeinrichtungen, wo man sich davor stellt und abschreibt, was dann gerade auf dem Display draufsteht. Das habe ich auch schon gesehen. Naja, also moderne Messeinrichtungen sind schön und gut, können auch im Zweifel mehr, wenn man zum Beispiel noch weitere Aufstecklösungen mit draufpackt. Das heißt, da gibt es auch noch gewisse Potenziale für Digitalisierung. Aber die werden aktuell selten ausgelegt. Erfolgreiche übergreifende Zusammenarbeit und Planungssicherheit im Standardisierungsprozess. Ja, das ist viel Politik, die dahinter steckt. Bei einer Veröffentlichung, die schlussendlich für das Wirtschaftsministerium ja gemacht wird, erwarte ich auch, dass man das Ganze positiv hervorhebt. Technologieangebot, erfolgreiches Update auf neue TAF, also Tarifanwendungsfälle. Das ist halt auch dann so ein Ding, ja, da lobt man sich dafür, dass man das jetzt schlussendlich auf die Geräte drauf updatet, was eigentlich von Anfang an auch erwartet gewesen wäre. Ne? Die Tarifanwendungsfälle beschreiben ja die Fähigkeiten der Smart Meter, unter anderem die dynamischen Tarife in verschiedener Ausführung, die Darstellung von Echtzeitdaten für das Netz, für die Einspeisung, für die Verbraucher in dem Monitoring, dann aber auch die Steuerungsmöglichkeiten und so weiter, diese ganzen Fähigkeiten. Dann war es ja aber so, dass die zertifizierten Geräte halt darauf zertifiziert worden sind, dass die nur ein paar davon können mussten. Und der Rest war noch gar nicht da als Funktions, als gegebene integrierte Funktion. So. Und dann freut man sich, naja, mittlerweile können die Geräte auch schon ein bisschen mehr. Ja, das will ich ja wohl auch erwarten. Und genau hier gab es dann auch den Streitpunkt, der von der Entscheidung in Nordrhein-Westfalen vor allem angesprochen wurde. Die Zertifizierung der Geräte bestand dann schlussendlich eben nicht mehr auf den ja gesetzlich vorgeschriebenen Fähigkeiten, die sich in diesen Tarifanwendungsfällen ja äußern, sondern auf einen weiteren Zertifizierungspapier, was dann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verwendet wurde. Das ist eben nicht ganz okay. Deswegen wird jetzt aber tatsächlich das, also nach altem Stand war das nicht okay, deswegen wird jetzt das Messstellenbetriebsgesetz angepasst, dass man eben sagt, nö, das war doch okay. Und dann hat man das Ganze praktisch rückwirkend geheilt. Naja, so ist das. So ist es eben. Keine Lieferengpässe bei modernen Messeinrichtungen, intelligenten Messsystemen und sonstigen Materialien für den Rollout. Das ist erstmal grundsätzlich gut, dass die Hersteller hinterhergekommen sind. Wie gesagt, kann es dann doch nochmal den Flaschenhals bei der Montage selbst geben, aber zumindest die Netzbetreiber haben ja, die ja die Pflichteinbaut machen müssen, haben ja ihre eigenen Elektriker und Monteure. Kommunikationsanbindung, Entscheidung über die Nutzung der 450 MHz des Bandes zugunsten der Energiewirtschaft ist gefallen und das haben wir ja gerade angesprochen, diese exklusive Kommunikationsinfrastruktur, diese Funkfrequenz, die dann nur für die Energiewirtschaft zur Verfügung steht, die sehr schnell ist, die in beide Richtungen sehr, sehr schnell reagieren kann, damit also auch Echtzeitübertragung, Echtzeitsteuerungen, auch das praktisch Anfunken aus der Kalten heraus, ne? Also so ein Schwarzstartfähigkeiten und so weiter, sind da alle gegeben. Das ist durchaus sehr, sehr positiv für die Entwicklung. Wir werden vermutlich auch mit dieser Frequenz in Zukunft hier hauptsächlich die wichtigeren, größeren und breitbandigen Übertragungen umsetzen können. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung. Leicht positive Entwicklung der Akzeptanz der Digitalisierung der Energiewende bei Gewerbe und Letztverbrauchern werden wir gleich nochmal sehen. Ja,
ist halt jetzt ein Umfrageergebnis. Naja, kann man auch sehen, wie man will. Gesamtbewertung, die Digitalisierung der Energiewende benötigt weiterhin die digitale Plattform des Smart Meter Gateways. Ja, das ist ja wohl die Grundlage des gesamten Rollouts. Ne? Darum geht es doch schlussendlich. Die Dinger müssen an den Markt. Und jetzt gibt es hier ein Gesamtbarometer-Ergebnis von 44. 44 von 100 mögliche Punkte sind gegeben. Wenn wir bedenken, dass das Messstellenbetriebsgesetz im September 2016 veröffentlicht worden ist und moderne Messeinrichtungen seit 2017 ausgerollt werden können, sollten wir Mitte 2021 vielleicht aber auch ein bisschen weiter sein als 44 von 100 Punkte. Ist immerhin gut, dass wir das jetzt erreicht haben. Super, dass wir soweit sind, aber wir sollten unbedingt jetzt mal Fahrt aufnehmen, weil die Effekte der Smart Meter Rollouts für die Branche, nämlich dass wir tatsächlich dann deutlich mehr Daten haben über das, was wirklich im Stromnetz passiert und dass wir dann auch mehr Steuerungsmöglichkeiten haben für zum Beispiel auch die dezentralen Einspeiser, für flexible Verbraucher und so weiter. Das brauchen wir in der Weiterentwicklung der Energiewirtschaft ganz dringend. Und deswegen sollten wir jetzt mal die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür schaffen. Naja, okay, schauen wir mal weiter. Wesentliche Weichenstellungen stehen noch aus. Ja, hier gibt es dann einige Auflistungen, was dahinter steckt. Ne? Rollout soll zügig voranschreiten und soll optimiert werden. Echte sternförmige Kommunikation. Schlussendlich, das Gateway kommuniziert, indem alle Berechtigten jederzeit aus dem Gateway die Daten ziehen dürfen, auf die sie zugreifen dürfen. Und das Ganze dann eben nicht mit so einer klassischen Kettenform passiert, dass erst der eine Marktpartner was verarbeitet, dann schickt das an den nächsten, der prüft nochmal, dann schickt das an den nächsten. Das ist halt nicht besonders schnell, nicht besonders automatisierbar und deswegen wollen wir diese sternförmige Kommunikation, in der alle jederzeit auf das zugreifen können, was sie auch sehen dürfen. Bürger und Kunden mitnehmen, ja, die Transparenz, die Informationen, auch was überhaupt die Fähigkeiten und die Vorteile davon sind, dass wir Smart Meter dann mal haben, das ist noch nicht wirklich angekommen. Kostentransparenz ist für diejenigen, die sich tief damit beschäftigen, gegeben, aber für den normalen Verbraucher eben auch oftmals nicht wirklich da. Das volle Potenzial der Digitalisierung für die Energiewende heben, ja, das ist sehr, das ist ein Buzzword, ne? Also dass man das so formuliert, ja, wir wollen das Potenzial heben, ja natürlich, aber macht's halt. Ihr als Gesetzgeber ist man ja schlussendlich auch derjenige, der hier den Rahmen für schafft und die federführenden Akteure, die hier dahinter stehen, BSI und BMW, müssen sich mal drum kümmern, dass da auch wirklich das Ganze sauber laufen kann und eben nicht solche Ergebnisse wie jetzt im Jahr 2021 zustande kommen, in denen dann der gesamte Rollout erstmal in Frage gestellt ist für eine ganze Weile und gleichzeitig eine Marktanalyse des BSI, die eigentlich im Januar 2021 erwartet gewesen ist, bis jetzt im Juni noch nicht veröffentlicht ist. Ne? Das sind alles keine guten Zeichen. Ne? Da hätte man gerne ein bisschen mehr Sicherheit als Marktteilnehmer. Enge Koordinierung zwischen allen Beteiligten sicherstellen, ja, das ist wohl hoffentlich selbstverständlich. Hier geht es nochmal darum, was eigentlich in der Marktanalyse sich angeschaut wird. Hier nochmal ein paar Inhalte der Marktanalyse. Welche Hersteller sind jetzt eigentlich gerade zertifiziert worden, nach den mittlerweile ja in Frage gestellten Rahmenbedingungen? Welche Gateways sind noch in Zertifizierung? Und so weiter. Welche Infos in diesen einzelnen Baumusterprüfbescheinigungen so stehen? Ne? Also was können die Fähigkeiten, also was sind die Fähigkeiten, was können die Geräte schlussendlich, wie sind die anbindbar und so weiter. Das ist dann hier jeweils nochmal kurz aufgeführt für halt PPC, Sagemcom, EMH Metering und Theben, die vier bisher zertifizierten Hersteller. So, Angebotsvielfalt bei der Administration weiterhin gegeben. Ja, es gibt 41 zertifizierte Unternehmen zu dem Zeitpunkt der letzten Marktanalyse. Ein paar hatten, glaube ich, auch auslaufende Zertifizierungen. Ich weiß gar nicht, ob die sich da mittlerweile verlängert haben. Das müsste aber auf der Webseite eigentlich auch stehen. Genau, 9 der 41 sind bereits abgelaufen. Hier steht sogar alles klar. Na, dann sind es trotzdem noch ein paar Dutzend, immerhin. Marco, denn sieht den Netzbetreiber für die Sparte Gas in der Pflicht. Und da ist es dann interessant, weil wir haben immer beim Smart Meter Rollout über Strom geredet. Und schon in der letzten Marktanalyse stand dann so hinten, das haben wir hier auch in einem Video durchgesprochen, ja, dass es eigentlich die Voraussetzungen für den Gas-Rollout auch gegeben sind. Sollten wir also auch machen. Und mittlerweile ist halt auch dann relativ klar, naja, ich sag mal, die Gateways können sowieso, moderne Messeinrichtungen, intelligente Messsysteme, je nachdem, wie man sie dann eben baut, die Technologie dahinter kann genauso auch für Gas die Darstellung der tatsächlichen Energiemengen pro Zeitraum darstellen, kann auch weitere Steuerungsmöglichkeiten dann eben möglich machen. Das heißt, wir können den Gas-Rollout auch jederzeit machen und müssten ihn eigentlich auch mittlerweile mal loslegen und dementsprechend sollen die Netzbetreiber als grundsätzlich ja GMSBs, grundzuständige Messstellenbetreiber,
genau das auch mal umsetzen. Da werden wir vermutlich im Weiteren auch noch Veröffentlichungen bekommen, die das Ganze ein bisschen begleiten und einordnen. Wie gesagt, erwarten wir ja eigentlich auch schon seit fast einem halben Jahr eine weitere Marktanalyse des BSI, in der sicherlich auch dazu nochmal was stehen sollte. Wer sich mit dem Thema weiter beschäftigen will, hier gibt es dann auch nochmal ein paar Hinweise darauf auf der Seite 27 dieses Barometers. Gerne mal reinschauen. Dann geht es um weitere Einbaugruppen, bei denen bisher einfach noch zu wenig gelaufen ist. Die großen bisherigen RLM-Kunden sind auch erstmal sehr weit hinten angestellt. Dann gibt es weitere Steuerungsmöglichkeiten über § 14a Energiewirtschaftsgesetz, wo dann schlussendlich Anlagen über andere Rundsteuertechnik fernsteuerbar sind. Die sind auch erstmal nicht in der Priorität weit vorne, weil die ja schon fernsteuerbar sind, nur halt noch nicht mit Smart-Meter-Technik. Das wird dann also auch erst irgendwann passieren. Aber gerade dann eben der Punkt der EEG- und KWKG-Anlagen. Ne? Wir haben schlussendlich die Festlegung, dass erneuerbare Energienanlagen ab 7 kW Einspeiseleistung, ein intelligentes Messsystem irgendwann ja bekommen sollen, also ein Pflichteinbaufall sind und dementsprechend ja doch eine ganze Menge dieser Anlagen dann irgendwann automatisch so eine Fernsteuerungsmöglichkeit bekommen, so eine Fähigkeit bekommen und dann haben wir am Ende tatsächlich die Fähigkeit und die Lage, die Erzeugung im Markt und vielleicht auch die Last, also die Verbrauch im Markt, in Echtzeit aufeinander abzustimmen und ernsthaft zu regeln, indem wir wirklich mit dann eben fernsteuerbaren Einspeisern, mit fernsteuerbaren Speichern, mit fernsteuerbaren variablen Verbrauchern eben tatsächlich genau das machen können, um eine Versorgungssicherheit, um eine Netzstabilität dauerhaft sicherstellen zu können. Ist trotzdem ein ganz interessantes Thema auch nochmal deswegen, weil ja der Redispatch 2.0, der ab Oktober 2021 zugreift, ja nun sagt, dass alle Anlagen ab 100 kW Erzeugungskapazität grundsätzlich in den Redispatch fallen, aber auch alle kleineren fernsteuerbaren Anlagen. Und das sind dann eben einerseits die mit klassischer Rundsteuertechnik und andererseits die mit Smart-Meter-Technik, die sind fernsteuerbar. Und deswegen sind die grundsätzlich auch redispatchbar. Aber sind da natürlich auch in der Prioritätenliste weit hinten. Das haben wir ja auch dann im Thema Redispatch Merit Order schon mal auseinandergenommen. So, schlussendlich geht es dann hier darum, dass immer noch verschiedene regulatorische Rahmenbedingungen noch nicht ganz da sind, wo sie sein sollten. Lest euch das gerne im Detail durch, wenn euch das weiter interessiert. Punkte zur systematischen Einbettung der Bestandteile dieser fernsteuerbaren Anlagen in eine Netzentgeltgesellschaft, wo es dann nochmal Tarife und Preise, also auch schlussendlich Vergütungen geht in diesem Kontext der Flexibilisierung des Marktes. Ganz interessant. Multi-Use-Ansatz zum Aufbau eines umfassenden Systems zur Netzflexibilisierung, wo es eben genau um das geht, was ich gerade beschrieben hatte, dass wir Erzeugung, Speicher, Verbrauch ein bisschen aufeinander abstimmen können. Und dann weitere Beschreibungen des Roadmap-Prozesses der Digitalisierung der Energiewende, des Standardisierungsprozesses, des Stufenmodells, also schlussendlich diese vom Arbeitsgruppen aus dem Bundeswirtschaftsministerium und des BSI gegebenen Analysen und Bearbeitungen, wie man nun also tatsächlich weiter voranschreiten kann, diese ganzen Prozesse weiter zu beschleunigen oder überhaupt erstmal möglich zu machen. Ne? Diese ganzen dann nachher auch übergreifenden Fähigkeiten, dass wir über das Gateway schlussendlich nicht nur die Zähler auslesen können, sondern eben auch Smart Grid Funktion haben, dort nochmal eine andere Sensorik mit angeschlossen ist, damit wir auch dort vielleicht eine Steuerbarkeit haben. Wenn es irgendwo einen Engpass gibt, kann das über ein Gateway direkt vor Ort vielleicht auch irgendwie geregelt werden und so weiter. Smart Home Fähigkeiten, Gebäudeautomatisierungsfähigkeiten und so weiter. Dann wird hier nochmal auf die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle eingegangen. Die haben wir auch schon mal in einem Video weiter besprochen, als es um das Stufenmodell ging. Die EAFs sind nicht zu verwechseln mit den TAFs und auch nicht mit den SAFs. Und da merken wir auch schon mal, ach Gottchen, das ist so komplex, weil man vielleicht auch nicht möchte, dass das allzu einfach zu verstehen ist. Aber die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle bedeuten schlussendlich, das sind die konkreten Fähigkeiten in der Umsetzung in den Markt, die wir haben wollen, die also so ein Gateway oder die halt das intelligente Messsystem schlussendlich können soll. Während die Tarifanwendungsfälle so ein bisschen mehr technische Fähigkeiten waren, sind die energiewirtschaftlichen Anwendungsfälle mehr so die Übersetzung in das Operative. So kann man das vielleicht beschreiben. Und das haben wir, wie gesagt, schon mal im Stufenmodell besprochen. Da gibt es dazu auch eine konkrete Auflistung, was die EAFs sind. Und da müsste es ja auch demnächst nochmal eine neue Veröffentlichung geben. Stufenmodell Version 2.0. Da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen.
Weitere Beschreibung dessen. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen konkret weiter zum Masterplan der Digitalisierung der Energiewende. Lest euch das mal durch, wenn ihr wieder mal lachen wollt und über Buzzwords euch unterhalten möchtet, wie Blockchain in der Energiewende, Vernetzung und künstliche Intelligenz, Aufbau eines Energy Innovation Hub. Alles ganz fantastisch. Aber hier versucht halt auch wieder ein Gesetzgeber, Dinge zu formulieren, die dann irgendwie ganz, ganz fancy und ganz, ganz, ganz toll sind. Es sollte halt einfach jetzt mal umgesetzt werden. Wir sollten jetzt endlich mal die technische Infrastruktur draußen haben. Das ist seit Jahren nicht passiert. Und mittlerweile ist es einfach nur noch lustig, sich das Ganze anzuschauen. Und eigentlich ist es traurig. Aber gehen wir, wie gesagt, mal weiter. Ich will gar nicht zu sehr mich aufregen. Denn es gibt durchaus ja positive Punkte wie hier. Die Entscheidung zu 450 MHz Frequenznutzungsrechten, die dann eben in der Energiewirtschaft gegeben sind, das ist hier nochmal beschrieben. Wer sich damit mal beschäftigen will, wer damit mal einsteigen will, gerne hier ab Seite 45 genauer reinschauen. Da wird auch nochmal darauf hingewiesen, was das Ganze eigentlich technisch bedeutet. Wir haben hier auf Seite 47 eine kleine Darstellung, da mal gerne reinschauen. Und dann eben auch nochmal der Hinweis auf die 450 Connect, was dann praktisch das Unternehmen oder die gemeinsame Institution ist, die jetzt die Rechte hat und dann praktisch dann auch zur Verfügung stellen kann, die 450 Connect GmbH, ne, Zusammenschluss von mehreren Gesellschaftern und so weiter. Dann nochmal verschiedene Rahmenbedingungen dazu, wie es auch aktuell die zumindest mal am weitesten vorangeschrittenen Netzbetreiber dieses 450 MHz Netz bereits für die Energiewirtschaft praktisch nutzbar haben. Da wird also sicherlich noch ein bisschen mehr über die nächsten Wochen, Monate, Jahre passieren. Auf jeden Fall ist das genau der Weg, über den wir die meisten Gateways, die ansonsten auch nicht so einfach zu erreichen werden, definitiv sicher, sauber und nachhaltig, weil jederzeit erreichbar und auch schnell erreichbar und breitbandig erreichbar anbinden können. Dann wird es interessant mit Marktverbreitung von Geschäftsmodellen, Durchbruchbedarf neuer Impulse. Und ja, bisher redet man von relativ langweiligen Dingen, die dann irgendwie für den Endkunden da sein sollen. Und auch hier, das sage ich mal ganz offen, steht auch nicht besonders viel Interessantes. Am Ende geht es oft um variable Tarife, Mehrspartenmessung. Ja, das ist halt ja wohl das, was wir seit Jahren erwarten. Ja, dass wir einen Tarif haben, der automatisch mal auf das reagieren kann, was an der Strombörse vielleicht gerade günstiger wird oder auf irgendwelche anderen Aspekte. Ja, das erwarten wir. Ja, hallo. Macht's doch endlich mal. Und genauso gut die Mehrspartenmessung, dass wir jetzt bitte auch Strom, Gas, Wärme, Wasser und so weiter und andere Sensortechnik über eine Technologie auslesen. Jawohl, bitteschön. Aber wir kommen auch gleich zu den Feedbacks aus den Interviews und da wird es dann wirklich interessant. Informationsstand von Haushaltskunden zur Einführung von Smart Metern. Sehr gut informiert oder halbwegs gut informiert? 15%. Überhaupt nicht oder halt noch schlecht informiert? 54%. Das ist schon mal ganz schön krass, dass die meisten hier befragten Menschen sagen, dass sie im Großen und Ganzen sich überhaupt nicht gut informiert fühlen. Der Durchschnitt ist bei 3,7, während also 5 schlecht ist, das Schlechteste ist und 1 das Beste wäre, ist der Durchschnitt bei 3,7. Das ist einfach kein gutes Ergebnis. Die Rahmenbedingungen dieser Umfragen sind, meine ich, auch hinten nochmal genauer beschrieben. Wer sich also auch konkrete Fragestellungen und Zusammensetzungen dann ansehen möchte, das müsste hinten nochmal drin sein, wenn ich mich richtig entsinne. Also Informationsstand von Haushaltskunden zur Einführung, schlecht. Bekanntheit der Umstellung auf digitale Zähler, ja 34%, nein 61%. Die wissen nicht mal, dass es kommt. Dann machen wahrscheinlich hier viele ihren Job nicht richtig. Also sowohl der Gesetzgeber ganz am Anfang, der wo die Pflicht hat, darüber zu informieren und da eben nicht nur irgendwo einen Flyer mal hinzuwerfen, der sowas beschreibt, und zwar auf irgendeiner Veranstaltung eines Ministeriums, ja, da erreichst du halt niemanden mit. Sondern da müsste es tatsächlich breit angelegte, verbraucherfreundliche Informationen geben. Die habe ich aber auch noch nicht gesehen. So. Und dann geht es weiter. Gewünschte Informationsthemen. Und dann ist das doch mal ein super Hinweis. Und ich weiß nicht, vielleicht kann ich hier mal ein bisschen näher ranzoomen für euch. Ja, das seht ihr jetzt nicht ganz, aber sollte ihr ungefähr hinhauen. Welche Folgen die Digitalisierung der Energiewende für Verbraucher hat, ist schon mal ein gewünschtes Thema. Welche Folgen hat es denn für den Verbraucher, dass wir jetzt hier weiter vorangehen mit Smart Metern und so weiter? Welche Kosten sind dann auch für die Personen mit der Energiewende verbunden, naja, vor allem auch mit dem Smart Metering, das ist ja alles zusammenhängend. Das sind so die beiden wichtigsten Themen. Welche Folgen hat das für mich und was kostet mich das? Ja, natürlich sind das die Themen, die die Leute am meisten interessieren. Vorteile der Digitalisierung, ja okay, was habe ich denn davon oder was haben wir alle davon? Das ist dann auch immer noch sehr interessant, 16%. Wie ich persönlich einen Beitrag zu einer Gewinne leisten kann. Und das
ist auch etwas, worüber ich schon lange rede. Die Leute, spätestens seit Fridays for Futures und so weiter, ist das in die Köpfe der Leute gekommen, dass Nachhaltigkeit gerade ein echt wichtiges Thema wäre und eigentlich auch ein sehr leicht zu erreichendes Thema ist. Wir müssen gar nicht die ganze Welt umstellen und unser Leben schrecklich verändern, sondern wir müssen einfach mal die richtigen Dinge tun, die richtigen nächsten Schritte immer gehen. Einfach mal kleine Veränderungen machen, bei der nächsten Gelegenheit mal eine andere Kaufentscheidung zum Beispiel treffen, wenn wir es uns leisten können. Oder eben auch mal schauen, ne, vielleicht sind auch gerade die nachhaltigen, neuen, tollen Dinge gar nicht unbedingt immer die teuersten. Ne? Das muss man auch bedenken. Aber damit fange ich nochmal ein ganz anderes Thema an. Dieses Video wird so ja schon lang genug. Beitrag zur Energiewende, also wie gesagt, relativ auch interessant für viele Leute. Allgemeine Informationen, Grundlagen, Konzepte, worum geht es überhaupt? Immer noch interessant. Sicherheitsrisiken aufgrund der Digitalisierung, auch noch für ein paar Leute interessant. Allein dieses Feedback ist schon mal spannend und daraus kann man sich doch einiges schließen. Dann ist toll. So, eigener Beitrag im Rahmen der Energiewende. Können Sie selbst einen Beitrag im Rahmen der Energiewende leisten? Ja, 59%. Das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. Und von diesen 59% sagen wiederum die meisten, bewusst mit Energie umgehen. Naja, nicht einfach nur irgendwas immer laufen lassen, immer verbrauchen, immer Geräte anlassen. Nee, ein bisschen bewusst damit umgehen. Muss jetzt das Licht an sein? Muss das Gerät gerade an sein? Muss der Standby-Modus an sein und so weiter? Weniger Energie verbrauchen geht in die gleiche Richtung. Ökostrom wählen, 31% ist auch eine sehr interessante Entwicklung, wenn man jetzt auch so bedenkt, wie hoch der Anteil ist, dass Leute sich Ökostromtarife wählen. Spannend. Strom mit Hilfe einer PV-Anlage selbst erzeugen, immer noch 17%, ist halt auch mit Einfamilienhäusern meistens oder mit eigenen Grundstücken verbunden. Das ist halt auch nicht ganz so einfach für alle Leute. Effiziente Elektro-Großgeräte kaufen, verwenden. Ne? Das ist zumindest auch noch erkannt als ein Ansatz, mit dem man selbst was für die Energiewende tun kann. Dass man halt beim nächsten Mal, ach, ich habe das gar nicht so richtig gesehen, sorry. hier die Dinge habe ich gerade vorgelesen. Dass man also beim nächsten Mal einen Kühlschrank dann sich eben holt, der bestmöglich nicht eine Bewertung G hat auf ein Energielabel, sondern vielleicht C, B, A, plus. Je nachdem, was dann auch finanziell geht. Aber hier auch interessant, nein, 21%. Leute, die also sagen, wir können nichts für die Energiewende selbst tun. Ich habe keine Möglichkeiten, 37%. So, dann sagen die aber, na, ich weiß einfach noch nicht, was ich tun kann. Also diese 37% sind vielleicht selbst trotzdem noch wären bereit, was zu machen, wenn sie denn wüssten, wie. Da geht es dann wieder um Transparenz, um Informationen, um Möglichkeiten, wie man informiert werden könnte, selbst was zu machen. Da muss auf jeden Fall mehr auch aus Richtung der Gesetzgeber, der Ministerien kommen. Auf jeden Fall. Hohe Kosten, geringe finanzielle Möglichkeiten. Ja, das ist vielleicht auch ein Vorbehalt. Im Regelfall muss es gar nicht teuer werden, so die kleinen nächsten Schritte zu gehen. Ich will nichts für die Energiewende tun, 18%, naja, okay, von 21% sagen wiederum 18%, ich will nichts für die Energiewende tun, das sind also wirklich wenige Menschen und dann kann man das eventuell auch schon mit auch anderen Entscheidungen in Deutschland oder Anteilen in Deutschland dann auch vergleichen, wer eventuell auch nichts für die Energiewende tun will. So, Einbau eines Smart Meters. Würden Sie gegenwärtig den Einbau eines solchen Smart Meters in Ihrem Haushalt grundsätzlich befürworten oder ablehnen? Befürworten 55%, ablehnen nur 20%. Das ist also auch schon mal immerhin ein interessantes Ergebnis. Die Leute sind grundsätzlich bereit, damit auch mal zu leben, dass man sowas bekommt. So, diesmal können wir das lesen. Warum befürworten Sie das? Permanente Kontrolle des Verbrauchs? Ja, ich will selbst wissen, wie viel ich verbrauche. Generelle Vereinfachung? Ja, wenn es ein bisschen Automatisierung gibt und alles, cool. Komforterhöhung durch Fernauslesung, durchaus. Hilft mir, Energie einzusparen. Ja, sind modern. Ja, okay, immerhin. Warum lehnen Sie es ab? Gefahr des Datenmissbrauchs über die Hälfte von den Leuten. Ja, das ist dann natürlich schon so ein Thema. Wer macht denn was mit den Daten? Wer kann auf welche Daten zugreifen? Wir haben das eigentlich ganz okay gelöst im deutschen Smart Meter Rollout, aber man kann es verstehen, dass das eine Sorge ist und man sollte auf jeden Fall dort auch was machen, um diese Sorgen zu lösen. Auch das ist am Ende Information. Auch das ist Transparenz. Naja. 34% sehen keine Vorteile, keinen Nutzen. Die sind auch nicht richtig informiert. Na, also diese 70% kann man im Zweifel auch nochmal überzeugen, indem man sie richtig informiert darüber, was hier am Ende auch der Hintergrund ist. Zu teuer 15% ist durchaus ein Argument. Intelligente Messsysteme kosten einfach deutlich mehr als ein klassischer Ferrari-Zähler, keine Frage. Da muss also auch wirklich ein Vorteil generiert werden, der vielleicht an anderer Stelle Geld spart oder der andere Automatisierungskomfort-Vorteile zum Beispiel mit sich bringt.
Gefahr von Datendiebstahl sagen nur 13%. Ist auch richtig, dass es nicht mehr sind, weil an sich sind wir da tatsächlich ja relativ sicher mit dem, was wir in Deutschland im Smart Meter Rollout auch vorhaben. Mit der oder darauf basierenden Infrastruktur und so weiter. Wichtigkeit einer spartenübergreifenden Verbrauchsübersicht. Ich will also Strom, Wärme, Wasserverbrauch, Betriebskosten, also allgemein auf einmal sehen können. Sehr wichtig oder auch wichtig, 55%. Ja, das ist einer der Punkte, der auf jeden Fall von den Leuten einerseits verstanden wird und auch gerne gesehen wird, denn das ist durchaus hilfreich. Wichtigkeit der sicheren Übertragung der Messwerte, 75% sagen erstmal ja, sehr wichtig oder halt ziemlich wichtig. Auch ganz klar, keine Überraschung. So, generelle Einstellung zur Digitalisierung. Was halten Sie generell von der Digitalisierung, also der Vernetzung vieler Geräte und Lebensbereiche wie über das Internet und das Smartphone? Bitte bewerten. So, und dann sieht man grundsätzlich erstmal als Bewertung, ja, ich muss mal so bleiben, die Entwicklung des Smart Meter Gateways dauert zu lange. 64% sagen, ich stimme zu. Es besteht zu wenig Transparenz. 57% sagen, ja, ich kenne keine, ich weiß nicht, was die Funktionen sind, ich weiß nicht, wann ich das kriege, ich weiß alles nicht. 42% sagen, es sollte ein bisschen, die Lösungen sollten ein bisschen näher an der Realität sein. Die operative Umsetzung des Rollouts sollte ein bisschen realistischer werden. Die Regulatorik zum Beispiel ist nicht immer, die da vorgegeben wird, die Gesetzgebung, die da vorgegeben wird, ist nicht immer so ganz nah an der Realität am Zustand der Branche, auch noch relativ klar ausgedrückt. Aufgrund der hohen Komplexität wird eine Energiewirtschaft für einen Umbruch, wie er vorgesehen ist, mehr Zeit benötigt, sagen 40%. Also immerhin doch einige Leute sagen, das geht uns zu so schnell. Muss man jetzt sagen, naja, bitte bewegt euch halt auch. Ne? Also auch konservative Häuser, auch gerade die kommunalen Häuser, die meistens andere Geschwindigkeiten auch gewohnt waren, auch zu Recht gewohnt sind vielleicht, die müssen halt sich trotzdem bewegen, weil die Welt drumherum bewegt sich halt auch. Ne? Da darf man nicht unbedingt sagen, ah, bitte langsamer, bitte weniger Internet. Nee, das hat nun mal alles auch seine Faktoren von draußen, auf die nun mal auch die deutsche Energiewirtschaft reagieren muss. Festlegung, Definition neuer Prozesse in der Marco hat sich bewährt, sollte weiter erfolgen. Das heißt, wir sollten nicht unbedingt mehr Automatisierung und Co. haben, sagen auch noch 34%. Nein, 36%. Also das ist nicht wirklich ein so deutlich ausgedrückter Bereich. Hier sagt praktisch so die Hälfte der Leute, ja, wir wollen unbedingt Weiterentwicklung haben. Wir wollen eine vielleicht augenscheinlich erstmal komplexere, aber am Ende besser automatisierbare Marktkommunikation haben. Das Projektmanagement bei der Umsetzung ist gut, sagen die meisten nein. Also 39% sagen nein, nur 33% sagen ja. Das ist also schon mal auch ein relativ klares Statement dazu, wie man zum Stand des Smart Meter Rollouts steht. Sicherheit der Steuerung über das Smartphone sagen 62% ja, was durchaus interessant ist, weil man das kritisch sehen kann. Aber das ist halt dann auch wieder Feedback von ja, von Menschen, die im Alltag ein Smartphone benutzen. Ne? Und dann ist das halt erstmal sehr gewohnt und alles, aber was kann darüber hinaus noch damit passieren, das ist nicht immer ganz klar. Auf Seite 71 gibt es dann einen Ausblick, der noch so ein bisschen beschreibt, was so die nächsten Themen sind, wo auch hier nochmal 54 Megahertz gerade ein Thema ist, EEG-Anlagen, fernsteuerbare Anlagen und so weiter ein Thema ist. Naja, haben wir alles schon mal ein bisschen eingeschätzt. Ich war an vielen Stellen ja auch eher negativ gestimmt. Und wenn wir am Ende jetzt nochmal uns hier anschauen, wir hatten ja, glaube ich, von die Gesamtbewertung 44 von 100 Punkte. Jetzt sehen wir hier, okay, beim Punkt der Zertifizierung gibt es eine Bewertung 70. Beim Punkt der Marktkommunikation gibt es eine Bewertung 41. Rollout Bewertung 40. Stand der Standardisierung 41 Punkte. Technologieangebot 39. Verfügbarkeit von Geräten 41. Verfügbarkeit und Eignung der Telekommunikation 50, da ist jetzt natürlich 450 Megahertz ein Thema. Kundensicht 30, denn die Transparenz fehlt, das Informationsangebot fehlt. Nochmal ein bisschen Interpretation dahinter, wie man das Ganze jetzt sehen kann. Schaut euch das ruhig mal an. Das Video ist jetzt schon lang genug geworden, fast 40 Minuten. Es ist mega spannend, diesen Stand des Smart Meter Rollouts einmal auseinanderzunehmen und sich genauer auch anzuschauen. Guckt mal rein, seid euch bewusst, dass diese Veröffentlichung von Ernst & Young am Ende des Tages für das Bundeswirtschaftsministerium gemacht wird und deswegen natürlich auch an manchen Stellen genau da nicht allzu kritisch wird, kann man mal so sagen. Aber vielleicht ist das auch nochmal eine schöne und interessante
Zusammenfassung, die man über den aktuellen Stand des Smart Meter Rollouts sich mal anschauen sollte. Es ist auf jeden Fall nicht uninteressant. Es ist auf jeden Fall an vielen Stellen auch nochmal ein gutes Einstiegsdokument, wenn man sich tiefer beschäftigen möchte. Es sind auch diverse Quellen hier am Ende ja verlinkt gewesen. Schaut ruhig mal rein. Wir verlinken also die Seite des Bundeswirtschaftsministeriums, wo das Ganze für, dann auch wiederum aufgeführt ist und eingebettet ist, unten in der Videobeschreibung. Habt ihr Fragen zum Smart Meter Rollout? Oder auch zu diesem Barometer oder auch darüber hinaus? Habt ihr Anekdoten zum Smart Meter Rollout? Gerne mal unten in die Video, in die Kommentare, in die Videokommentare schreiben. Habt ihr ansonsten noch weitere Dokumente oder Ansätze, die euch in diesem Kontext auch interessieren, wie was vielleicht werden könnte? Gerne auch unten mal in die Kommentare schreiben. Wir schulen nämlich auch zu verschiedenen Themen, gerade für wettbewerbliche Messstellenbetreiber. Wir haben da also auch relativ viel Einblick, was das Ganze angeht. Wir sind ja auch im Kontext Real Dispatch 2.0 sehr viel unterwegs. Da können wir also vielleicht auch die ein oder andere Idee einfach mal auch gegenspielen und einfach mal ein bisschen als Sparringspartner auftreten, da wo ihr auch mal die interessanten, innovativen Themen der Zukunft durchsprechen wollt. Naja, auf jeden Fall gerne auch dazu den Kontakt aufnehmen. Ansonsten, das Video war jetzt vielleicht mal ein bisschen mit einem anderen Ton versehen als ansonsten, als die meisten von uns. Wir sind eigentlich immer sehr positiv gestimmt, sind wir auch hier grundsätzlich, aber wenn man ein Dokument beschreiben soll, was den Zustand des Smart Meter Rollouts darstellt, dann kann man da nicht guter Laune sein, denn der Zustand ist nun mal jämmerlich. Naja, okay, aber die Zukunft wird hoffentlich besser. Like das Video, abonniert den Kanal und gerne auch die Glocke aktivieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann seht ihr auch eine kleine Notification, wenn die nächsten Videos rauskommen. Ansonsten, wie immer, bis zum nächsten Mal. Hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.